Was macht er denn da bloß? So werden möglicherweise die Apostel gefragt haben, als sie ihren Meister morgens dann nicht finden, wo er eigentlich sich schlafen gelegt hat. Wo ist er denn? Was macht er denn? Gerade nimmt das so richtig Fahrt auf mit dem, was Jesus zu tun beginnt. So ein ziemlich großer Erfolg. Zuerst die Schwiegermutter des Petrus und dann die ganze Stadt vor der Tür. Und er heilt viele. Ist doch großartig. Man kann es endlich mal sehen, was das Ganze soll. Dass er da Männer aus ihren Familien herausruft, sie um sich sammelt und er seinem Auftrag so nachkommt, indem er nicht nur redet, sondern was sie vorher schon gesehen haben in der Synagoge. Er hat eine Vollmacht. Es geschieht etwas. Das ist doch großartig, das kann man sehen, das kann man anfassen, das kann man erfahren. Und jetzt ist er weg. Was macht er denn bloß? Sie suchen ihn, sie machen sich schon Sorgen. Wo ist er denn hin? Und sie finden ihn in der Einsamkeit, ganz früh, als es noch dunkel ist. Was macht er? Die Jünger werden diese Situation noch sehr oft erleben. Die Evangelien sind voll davon, vor allen Dingen auch das Lukas-Evangelium. Hier Markus ganz knapp, dass er betet. Wie vor allen wichtigen Dingen. Wie ganz am Ende, wo sie alle weg sind und er betend stirbt. Es gibt im Judentum, liebe Schwestern und Brüder, eine große Nähe und Vertrautheit mit Gott, weshalb das ganze Volk Israel oftmals als mein Kind angesprochen wird. Aber das, was sie bei diesem Jesus erleben, das ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Eine so große Vertrautheit haben sie noch nicht gesehen. Das ist sozusagen der innerste Kern dessen, wenn man Jesus kennen will, dann muss man ihm eigentlich wie die Apostel beim Beten zugeschaut haben. Oft wagen sie es gar nicht, ihn zu stören. Und als er dann aufgehört hat, sagen sie irgendwann einmal: Du musst uns das beibringen. Wir wollen auch beten können. Wir wollen mit hinein in diese innerste Zelle deiner Sendung, deines Wesens, dessen, wie du bist. Lehre uns beten, sagen sie dann eines Tages. So weit sind sie hier noch nicht. Sie sehen ihn, sie finden ihn und es klingt fast ein wenig vorwurfsvoll. Ja, wo bist du denn? Alle suchen dich. Du wirst gebraucht. Du musst weitermachen. Aber genau darauf geht Jesus nicht ein. Er sagt, ja komm, lass uns zurückgehen und das in großen Zügen genießen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das heute wäre, wenn uns so ein solcher Erfolg einmal geschenkt wäre. Wenn jetzt hier die Besessenen von Saarbrücken hier vor dem Hauptportal ständen. Und wir oder ich, wir würden uns da versuchen mit irgendwelchen Maßnahmen. Ja, da hätte der Paulinus aber eine Sondernummer, oder? Das käme heute Abend wahrscheinlich sogar in den Nachrichten. Und wir würden das sofort einordnen in die entsprechenden Synodenergebnisse und dann, das wäre schon was. Dann wäre das eine Schlagzeile. Dann käme sogar ein Trier drauf, dass das hier sinnvoll ist, was wir hier machen. Nun, aber wo ist er? Er ist im Dunkeln, in der Einsamkeit und betet. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir verstehen wollen, was Jesus tut, was er verkündet, wer Jesus wirklich ist, müssen wir ihn beim Beten, müssen wir auf seine Vertrautheit mit dem Vater schauen, weil er uns in seinem Gebet in das innerste Geheimnis Gottes hineinzieht. Und ohne das,
Ohne diesen innersten Kern ist alles nichts. Dann können wir unsere normalen Beschreibungen vornehmen. Ja, Jesus war ein Wunderheiler, ist übrigens nicht der einzige in seiner Zeit, gibt es eine ganze Reihe, die auch erfolgreich waren, bis in die Zeiten der Apostel und länger. Gibt es Quellen drüber, kann man lesen. Und viele Zeitgenossen ordnen Jesus genau in diese Reihe ein. Oder er ist einer, der sich gegen die überkommene Religion auflehnt, dieses langweilige Judentum, der ganze Tempelkram und dann diese Streitigkeiten von Pharisäern und Schriftgelehrten. Der bringt da mal ein bisschen frischen Wind rein, wie so ein etwas Spätzünder, wie so ein spätzündender Pubertierender, der die alle ein bisschen mal aufmischt, weil sie langweilig sind. Aber verstanden von Jesus hat man mit solchen Einordnungen, und man könnte die Reihe fortsetzen, nichts, rein gar nichts. Deshalb schreibt uns der Evangelist diese kleine Bemerkung auf. Früh am Morgen zieht er sich in die Einsamkeit zurück, in seinen innersten Kern. Und nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, wir haben das in der Weihnachtszeit ein paar Mal gehört, fragen ihn die Jünger des Johannes, Andreas und der andere, wo bist du eigentlich? Wir haben an den vergangenen Sonntagen darüber nachgedacht. Wo bleibst du, heißt es. Die deutsche Übersetzung sagt, wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Was macht dich eigentlich aus? Was ist dein innerster Kern? Und den kann man nur finden, wenn man Jesus beim Gebet beobachtet und sich von ihm dort hineinziehen lässt. Was heißt das konkret für uns? Natürlich ist die einfachste Moral, die wir daraus ziehen können, ja, wir müssen auch beten. Das klingt uns zunächst banal. Aber wir müssen diesen Satz noch ein wenig ausleuchten, was das denn wirklich heißt. Lernen wir noch beten? Beten scheint etwas Universelles zu sein, etwas Menschliches, das dem Menschen eingeschrieben ist, liebe Schwestern und Brüder. Wir vergessen das. Das wird heute so als eine ziemlich bekloppte Sondernorm abgetan. Das machen so ein paar Verrückte noch. Wir finden das in allen Kulturen. Nur wir sind im Moment dabei, das auszusortieren. Das ist irgendwie nicht mehr in. Sagen Sie das mal unseren muslimischen Nachbarn auf der anderen Straßenseite, für die es selbstverständlich ist. Und gerade in der Diskussion, die wir dann manchmal führen über Islamisierung oder so etwas. Sagen Sie das einmal unseren muslimischen Nachbarn. Fragen Sie mal, wie die beten lernen und wie oft sie es tun. Wir könnten etwas lernen. Auch in den asiatischen Religionen könnten wir etwas lernen über Formen und Formeln. Aber bei uns ist das alles nicht mehr gefragt. Formeln sind sowieso ganz schlecht. Wir überlassen uns einfach so dem fließenden irgendwas. Formeln und Formen sind ganz out. In unserem Bistum werden gerade neue Gottesdienstformen ausprobiert. Und man kann das nachlesen, in der gleichen Woche mit viel Geld, dass wir, wenn man einen Tag später die Meldung liest, dass wir vermeintlich gar nicht mehr haben, wenn man den Haushaltsbericht studiert. Dann werden Gottesdienstformen ausprobiert, die eine Form von Konzert sind. Es darf ja alles sein. Aber der Gottesdienst der Kirche war von Anfang an das, vielleicht ein Versuch, wenn man so will, ich formuliere es einmal ganz vage, uns hineinziehen zu lassen in dieses innerste Wesen Christi, in das innerste Wesen Jesu, uns hineinziehen zu lassen in seine Vertrautheit mit dem Vater. Um von daher, von diesem vitalen Kern her, unsere Mission, unseren Auftrag zu verstehen. Wir könnten die Sätze des Paulus aus der zweiten Lesung abwandeln und sagen, es liegt ein Zwang auf mir, ich entscheide mich nicht selber, ob ich bete, sondern es ist ein Muss, an dem kein Weg vorbeiführt. Selbst wenn mir die Worte fehlen, wenn mir die Formen fehlen, ich muss sie abschauen. Ich muss sie ablesen. Wenn ich es zu Hause nicht mehr kann, muss ich andere Orte suchen, Möglichkeiten suchen. Wie faszinierend muss das für die Jünger gewesen sein und ist es für die Menschen heute, wenn sie jemandem begegnen,
der beten kann, der ganz versunken ist im Gebet. Das ist etwas Ansteckendes, liebe Schwestern und Brüder. In einer Ausführung hat das vor vielen Jahrzehnten einmal Josef Ratzinger so formuliert. Der Ursprung der Sendung Jesu. Die Kirche wird im Gebet geboren, indem Jesus sich dem Vater zurückgibt und der Vater dem Sohn alles übergibt. In dieser tiefsten Kommunikation von Sohn und Vater verbirgt sich der wahre und immer neue Ursprung der Kirche, der zugleich ihr verlässlichstes Fundament ist. Wir können viele Ideen haben und sind sicher auch manche gute dabei. Wir können dies und das überlegen. Wenn wir zu diesem innersten Kern nicht wieder hinfinden, wenn wir nicht wenigstens lernen wollen, abschauen wollen, woraus Jesus lebt, warum er sich aufmachen kann in die nächsten Dörfer, vor dieser unendlichen Aufgabe, nicht nur Israel, sondern alle Menschen zu sammeln, um sie zu retten. Wenn wir diesen innersten Kern nicht bei uns selber beleben, ist all das Bemühen umsonst. Dann können wir uns Hiob anschließen, der sagt, das ist eine Form von Kriegsdienst. Nein, das ist kein Kriegsdienst, unser Leben als Christen. Es ist eine Verpflichtung. Es mag mühsam sein wie Kriegsdienst, aber es ist eine Verpflichtung. Es ist uns auferlegt. Lassen wir uns zumindest mit unserem guten Willen, das ist ein guter Anfang, hineinziehen, indem wir Jesus beobachten. Wenn Sie einmal das Evangelium zur Hand nehmen und durchblättern, wie oft er sich zurückzieht, bevor er seine Jünger beruft, bevor er sie, die 12, zu Aposteln macht, bevor er sie fragt, für wen halten mich die Leute? Immer finden wir Jesus im Innersten seines Geheimnisses, in der Vertrautheit mit dem Vater, im Gebet. Warum denken wir, bei uns könnte das anders sein?